Wenn wir nicht aufpassen dann und uns nur in solche Formeln flüchten, wie der Islam gehört zu unserer Gesellschaft und so weiter, dann entwickelt sich hier eine Zwei-Klassen-Gesellschaft. Früher war es oben, unten, betucht, wenig betucht, heute eben Christen, Nicht-Christen, die dann aber nebeneinander herleben. Und das ist nicht Sinn der Sache. Nur in der Gemeinschaft, nur im Miteinander ist eine Gesellschaft in der Lage, friedlich miteinander umzugehen. Und das geht bitte über den Restaurantbesuch beim Afghanen oder was hinaus. Das muss ein bisschen mehr sein. Ja.